So, warte jetzt mit einem ganz kurzen Event-Video. Und zwar, es gibt irgendwie aktuell ein richtig cooles Event. Und ja, ich finde so, das braucht mehr Aufmerksamkeit, weil ich fühle, also ich behaupte es mal, es ist wahrscheinlich eines der lukrativsten Events, die es so in FLIVE, also FLIVE Universe bisher gab und vielleicht auch so sonst jetzt damals, also vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Genau, und zwar geht es um dieses Roulette-Ding hier, wir haben es da auch oben drin, sehe ich gerade. Genau, es gibt immer wieder einen Freespin alle 30 Minuten, das heißt, alle 30 Minuten einloggen kann halt irgendwie sinnvoll sein. Ja. Achso, ah ja, gut. 30 Minuten online sein scheinbar. genau. Man kann allerdings Ganze auch durch Spielzeit kriegen. Ich denke jetzt, man muss keine 24 Stunden online sein, das wäre halt ein bisschen blöd für die Ballons und so hier. Aber ich denke mal, das akkumuliert sich einfach dann, wobei man dazu sagen muss, es macht schon Sinn, dass man halt einfach diese 24 Stunden bis Eventende am, wann war das, verdammt, Sekunde, 12. Januar dann eben durchhört und so. Genau, wenn man auf Eifel hier das drehen will, ich habe mal die ganzen Coins aufgehoben, dann gibt es hier echt coole Sachen zu gewinnen. Und man muss dazu sagen, wirklich fast alles davon ist eigentlich ein Hauptgewinn, so gewissermaßen. Also sagen wir mal Nebengewinn. Also das hier ist ein Hauptgewinn, $52 Amazon-Giftcard. Ist halt richtig geil. Das ist schon geil. Das finde ich cool. Hätte ich schon Bock drauf. 5000 F-Coins wäre natürlich super. 3000 F-Coins wäre natürlich auch noch super. Gold Lucky Box. Also ich habe jetzt hier mit einem Ringmaster mal gespielt. Ich habe eine Silberne und zwei Bronze Boxen bekommen. Genau, was ist hier drin? Ich meine, Bull Hamstern ist geil. Elixierboxen, glaube ich, waren 3 oder so sogar drin. Und Call of Duty City ist auch noch ganz nett. Das Ding noch bekommen, da ist einfach ein Ampli drin, ein 50% Ampli halt. Flaskboxen für, ich weiß nicht, 3 oder 5 Stück waren es, glaube ich. 5, glaube ich, waren es sogar, bin mir gar nicht sicher. Genau, dann eben nochmal Vitaltrick X oder Refresher Hold. Also, das ist schon wirklich ziemlich geil. Gold, weiß ich gar nicht, was da drin ist. Ampli, Upcut. Also, muss auch mal dazu sagen, das ist nicht oder, das ist und, ja? Also, wir sprechen hier von allen Items, die da drin sind. Das heißt, es ist nicht irgendein Lucky Box, die man aus dem Glücksrad kriegt. Irgendwie lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Nee, es ist wirklich eine Box, also wirklich eine Kiste mit diesen Items, die draufstehen. Und das ist wirklich richtig geil. Also, das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen kann, was hier kein, was hier wirklich eine Niete ist, ist wahrscheinlich diese Cracker Box. Und aus 3 Versuchen habe ich die bisher kein einziges Mal bekommen. Ich würde sagen, wir drehen das Ding einfach mal 3-mal und schauen einfach mal, was da rumkommt. Jetzt direkt einfach die Amazon. Oha, Alter, lol, Alter. Okay, gut. Jetzt hat einfach so im Video eine Amazon-Giftcard, das wäre halt, Junge, das wäre so geil einfach. Das wäre halt richtig episch. Ah, Klaus. Also muss ich dazu sagen, diese Animationen sind, also ich will jetzt hier keinen Lust versauen, aber die Animationen sind in der Regel Fake in Anführungsstrichen, dass wir zuerst der Gewinn gewählt und dann wird eben eine Animation dazu konstruiert und ja. Also, weil ich so denke, oh, so knapp und so, das ist nicht so wirklich. Also, ja. Okay, gut. Das war einmal eine goldene Box, einmal eine silberne Bronzebox und einmal eine Crackerbox. Und dann bekommen wir auch nur einen raus. Ja, gut, wir hätten irgendwie auch jetzt hier Star Candy reinpacken können oder so. Genau, dann haben wir hier unser Ding. Und wir sehen hier, wir bekommen alle diese Sachen hier. 2 Bull Hamstern, 3 Elixierboxen und 2 Velo City. Das ist halt so geil einfach. Also feiere ich halt einfach komplett irgendwie. Und haben wir das wirklich bekommen? Was haben wir gesagt? Elixierboxen? Alter, hier, ich bin nicht verpeilt oder so. Nee, gar nicht. Genau, ich weiß nicht, warum man die hier. Oh, keine Ahnung. Kann man die hier oben reinziehen? Okay, verstehe ich jetzt nicht genau, wie es funktioniert. aber ist nicht so schlimm. Ich meine, kann man machen. Genau, dann haben wir noch unsere Goldbox. Alter, 2 ES. Sind die handelbar? Nee. Sind 2 ES-Amplis, 5 Upcut Stones und 2 Metallic X. Also muss man mal dazu sagen, so ein Ampli kostet aktuell. Was kostet das momentan? Lass uns mal kurz nachschauen. Das Ding kostet
Kostet auch ein Vermögen oder so gefühlt. So. Amplification ES 100 F-Coins, das sind glaube ich so knapp ein Euro, wobei das ist jetzt wieder ein Dollar und Euro und Dollar, das ist ja, nicht schön. Die Kurse, die schwanken ja ohne Ende. Also wir gehen jetzt, ich sage jetzt einfach mal 1 Euro, das ist glaube ich jetzt nicht korrekt, aber wir gehen jetzt mal von 1 Euro aus. Also 2 Euro ist allein mal die Amplis wert, aber noch die 5 Upcut Stones. Ich weiß, die gibt es auch noch mehrere Events, wodurch der Wert hier ein bisschen verwaschen wird. Sind nochmal 1,50 Euro. Also, ich sage jetzt mal so rein theoretisch, ist das ein Wert von 3,50 Euro ungefähr, was wir jetzt bekommen haben. Und natürlich hat dann die Dinger hier noch, aber ich meine, die kriegt man so oft, die haben jetzt nicht wirklich Wert, wie ich finde. Genau. Ja, ziemlich schöne Sache. Dann gibt es auch noch beim Weihnachtsevent, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Gibt es auch eine ganze Menge, was man bekommen kann. Aus zum Beispiel 10 Thundergift-Boxen bekommt man 5 Amplis. Ich habe mittlerweile 15 gefarmt und ich bin auf Level 80, wie man hier sieht. Gibt auch noch diese Christmas-Gacha-Box. Gehen wir auch gleich mal noch drauf ein. Aber ich muss sagen, das ist schon echt eine geile Sache hier momentan. Also, ja, nur diese Vital-Trink-X und die Refresher-Hold, dass die halt gebunden sind, ist echt ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde. Das müsste halt nicht so sein, aber ja, genau. Dann gehen wir mal auf Bildschirm 1. So. Genau, hier haben wir unser Ding hier. Da haben wir das Roulette, 57, also 3x 250, muss man zusagen. Das ist nicht einmal 57. Von heute bis 12. Januar, das sind ein paar Tage. Genau, diese ganzen Sachen gibt es ja eben. Sieht man auch nochmal ganz kurz, was alles drin sein kann. Und, ja. Ah, ich sehe gerade, okay. Die F-Coins nehmen auch begrenzt. Okay, gut, das wusste ich nicht. Gut zu wissen, also 3x 250 Dollar, 20x 5000 F-Coins und 33x 3000 F-Coins. Okay, gut, das ist gut zu wissen. Das heißt, also die primären Gewinne belaufen sich eben jetzt auf diesen 3 Lucky-Boxen. Und ich muss dazu sagen, ob man es jetzt gut findet oder nicht, diese Gewinne können sich wirklich sehen lassen. Also die sind ordentlich. Und, die sind nicht schlecht. Also, ich meine, auch die Flask-Boxen und so weiter sind not bad. Genau, wenn alle diese 52 Dollar Giftcards weg sind, dann kriegt man eben einen Set, einen Kostüm, also ein Cash-Up-Set mit 10% Speedboost, was auch wirklich nett ist, wie ich finde. Und ja, dann gibt es auch noch jetzt dieses Weihnachtsevent. Ich glaube, das haben wir hier oben irgendwo. Login and Quest Event, was ist das denn hier? Oh nee, das habe ich ja komplett verpennt. So eine Scheiße. Wo ist denn hier das Weihnachtsevent? Bin ich blind? Log into the game. Wait, es läuft noch? Habe ich was komplett verpasst? Wo gibt's das denn? Wo gibt's das denn? Shit. Ach, ich hätte diese scheiß Quests machen müssen. Was haben wir? Wie lange läuft das noch? Es läuft noch 3 Tage. Vier Tage. Das heißt, ich könnte bis Tag 4 kommen. Ja. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber das geht. Das kann man machen. Das kann man sich gönnen. Also 5 Rainbow Cotton Candy und 3x Pink Ballon, das geht schon. Okay, ich suche gerade noch ganz schnell dieses Ding hier. Das Weihnachtsevent ist irgendwie. Beziehungsweise es war eigentlich das Weihnachtsevent, was ich vorher gesucht habe. Genau, hier gibt es die Dinge noch. Genau, das habe ich gerade gesucht. Auch das will ich nochmal im Let's Play dann sehr aktiv farmen. Christmas Town Map. Achso, genau. Nehmen wir unsere Christmas Offers. Die Dinger hier beim Santa, wo man umtauschen kann. Und hier haben wir dann nochmal die. Ne. Hier sind die Gacha-Boxen, die wir gerade gesehen haben. Also hier, Sekunde. Die da, die ist.
hier gibt. Diese für 1,5 Millionen und eine Box. Genau. Was kann man also rausbekommen? Ein ES-Amplit, was ganz cool ist. Ein Power-Scroll, Scroll of Blessing. Also ich muss sagen, es sind ganz viele coole Items drin, wobei man dazu sagen muss, ein Blade bringt es zum Beispiel einen Flask of the Fox nix. Und ist also ein bisschen... Man müsste sich eine Liste erstellen, wenn man davon ausgeht, dass alles die gleiche Chance hat, und wirklich mal überlegen, liegt oder wie hoch liegt die Chance auf ein gutes und wie hoch auf ein schlechtes Item. Dazu muss man sagen, 1,5 Millionen ist eine ganze Menge Cash und selbst die in Anführungsstrichen Hauptgewinner wie ein erster Ampli, ist eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Ich meine, es ist nicht schlecht, weil effektiv ein Versuch kostet so 1,8 Millionen dann, 1,9 Millionen vielleicht. Aber wirklich günstig ist das halt eben auch nicht. Und da muss ich schon sagen, bin ich eher zurückhaltend. Also, ich meine, ansonsten kann man, ich glaube, 10 Boxen kosten 3 bis 4 Millionen. Das wären 5 Amplis. Und hier zahlst du 1,8 Millionen auf eine Chance auf ein Ampli. Gut, Powerscore ist nicht auch saugeil. Upcut ist saugeil. Activision halt, ja, je nach Klasse und so. Ja, genau. Dann gibt es noch diese Sache mit den Gigshunden. Smelting Scroll Skelet Box. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das ein. Was ist denn das? Kann man es irgendwo in Games sehen oder so? Gibt es ein Wiki? Ich weiß gar nicht genau. Ah ja, doch, es gibt das andere Wiki, hier Webwiki. So, komm, lad. Smelting. Sieht nicht so aus, als wäre sie drin. Was wäre denn hier denn drin? Also Smelting Scroll ist definitiv S Pro, G Pro. Okay, gut, ich verstehe den Hype. Ich verstehe den Hype. Und man bekommt da 10 Boxen. Also man bekommt bis zu halt 10 S Pros, 10 oder 10 G Pros oder 10 A Pros oder sonst irgendwas. Okay, das ist geil. Ja, aber auch sonst so, das ist ja mega krass. Fuck, ich muss kicken. Ich muss dringend kicken. Wie lange läuft das Event noch? Das läuft noch bis 5. Januar. Alter, die Events sind Premium, wirklich. Ohne Witz. Genau, also das war es im Prinzip hier mit der kurzen Event-Vorschau hier. Ich kann nur sagen, macht diese Events täglich, die sind wirklich geil. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.